Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir wollten ja nach Österreich fahren. Sind momentan in der Slowakei in Bratislava. Und Salzburg wollte ich mal hin, ne? Dann fahren wir nämlich hier durch Wien und an Linz vorbei. Das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Das stellen wir mal als Navi-Ziel ein. Ich weiß gar nicht, wann wir Pause machen müssen. Das waren aber, meine ich, noch ein paar Stunden, oder? Ich habe doch gerade erst Pause gemacht. Okay, vielleicht auch nicht. Boah, was ist das denn, Sauwetter, ja? Oh ja, da sagst du was. Komm, du fahr mit deiner Scheißkarre. Papa muss mal seine Ladung abholen. Wobei. Boah, jetzt zuckert der hier mit 30 durch die Gegend. Hier ist 50. Fahr doch. Na also. Freie Bahn. Ja, ich traut mich schon fast nicht zu sagen. Aber unser Manni, der hat Urlaub eingereicht. Sprich, das ist die vorerst letzte Folge von Euro Truck Simulator 2. Ich muss dazu sagen, die Resonanz war immens krass. Also ohne Spaß, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute dieses Spiel überhaupt spielen und dann auch noch irgendwelche Bilder schicken von den Unfällen, die sie gebaut haben. Da könnt ihr dann am Ende der Folge nochmal reingucken, da werde ich ein bisschen was zusammenschneiden. Aber die Rückmeldung war echt krass. Alter Falter, also damit habe ich gar nicht gerechnet. Geschwindigkeitsübertretung. Oh, wir fahren 120. dass Leute hier eigene Mods machen, eigene Auflieger und blauen hast du nicht gesehen, fand ich echt richtig geil. Naja, wie gesagt, Manni hat ja auch nur Urlaub eingetragen. Also das ist nicht die allerletzte Folge. Aber vorerst die letzte. So, jetzt regnet wieder. Das passt ja zur Grundstimmung. Oh, 110 dürfen wir hier heizen. Ja, gib mal Gummi. Dabei ist das Ganze hier eigentlich nur aus einer Laune der Langeweile mal wieder entstanden. Als ich mir nachts um 3 die Demo vom Euro Truck Simulator runtergeladen habe und die eigentlich gar nicht schlecht war. Und auch immer noch. Wow! Wow! oh Gott, 50. Oh Gott, Stau. Sie werden müde. Hier ist doch eine Parkmöglichkeit. Ach Gott, das ist das erste Mal, dass ich im Stau stehe. Ey, da wird wirklich gearbeitet und dann nur noch beim Regen. Und ich mir das Spiel eigentlich nur so holen wollte. Und dann kam Dennis an und sagte, na, LP fällig. Und wie man dann so ist, ja, ja, klar, mache ich. Hätte ich nicht gedacht. Das ist schon die... Oh, fuck, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. 27. Folge? 26.? Irgendwas um den Dreh. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da auch so lange Spaß dran habe, ganz ehrlich. Ich meine, im Grunde genommen fährt man hier von A nach B. Aber die Grafik bei solchen Dingern ist ja nicht schlecht. Am Wochenende war ich mit meiner Freundin in der Stadt unterwegs und habe in einem, sagen wir, Elektronikfachmarkt, wie die sich so gerne zumindest nennen, stand ich vor dem Schrank, vor dem Regal, wo die Simulatoren drin verkauft werden. Und alter Schwede, es gibt ja für jeden Scheiß wirklich Simulatoren. Wie ja schon mal gesagt. Also der Klo-Manager, ne? Der Basti hat mir das auch nochmal bestätigt. Das ist schon einer der Guten. Muss man ganz ehrlich sagen. Kann gerne ein dritter Teil von rauskommen. Sie werden müde. Ja, ich kann mich doch jetzt nicht hier hinstellen. Die Folge wird auch was länger dauern, glaube ich. Dafür wird die aber auch was später online gehen.
Verstoß gegen die Ruhezeiten, Alter. Ja. Echt mal. Ah, super. Jetzt kann ich hier am Arsch der Welt natürlich auch wieder nicht Pause machen. Boah. Jetzt ist mir alles egal. Ups. Hauptsache Lucy und Miles fahren hier noch vernünftig. Ich möchte meine Firma natürlich nicht in den Ruin wirtschaften jetzt am Ende. Weil, wie gesagt, ich habe nochmal vor, das Spiel zu spielen. Naja. Aber die sind eigentlich relativ gleich auf pro Tag. Naja. Ich mache dann doch ein bisschen mehr Geld. Und mir wurde bestätigt, dass auch Mädels den Eurotruck spielen. Ein paar Mods hätte ich vielleicht noch benutzen können. Das werde ich dann wahrscheinlich zum Revival dann machen. Das wird, denke ich mal, nicht allzu lange dauern, aber... manche Leute sind hier Panzer umhergefahren und all so ein Kram. Das fand ich ziemlich cool. Oder andere Schwerlasten. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Das sah ganz nice aus. Ich glaube, da werde ich mir dann beim nächsten Mal zu Gemüte führen. Bums! Kann ich jetzt nicht einfach hier rasten? So, Motor aus. Dann bleib ich einfach hier stehen. Nee, das darfst du nicht. Oh oh. Alter Vater. Also, ich hab gedacht, ich hätte ein bisschen weniger Schwung drauf. Was soll das denn? Also ich bin ja nun, weiß Gott, nicht der Spieler, der jetzt sagt, hier nach mir die Sintflut. Und wie gesagt, ich will das Ding ja nochmal anpacken. Das heißt, wir werden uns jetzt auch schnellstmöglich hier eine Ruhestätte suchen. eine Schlafmöglichkeit. Keine Ruhestätte, ja sicher. Bevor ich jetzt hier wieder Kohle zahlen muss. Ey, nein, 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 nicht so weit. Was ist denn heute los? Ich glaube, ich bin ein bisschen betrunken. Da. Ruhestätte geortet. Ach, Schlafstätte meine ich natürlich. Mein Gott. Sie werden müde. Ja, ich weiß. Jetzt macht das Navi wieder da rein. Da müssen wir rechts. Alles klar. Ach nee, Moment mal. Das ist die Autobahn, ne? Da kann ich nicht einfach rechts fahren. Wie mache ich das denn jetzt? Wie wäre denn, wenn wir mal auf die Weltkarte gucken? Wo sind wir denn? Da sind wir. Da ist was zu pennen. Hier erstmal nicht. Hammer. Oh Gott. Okay, fahren wir hier rechts hoch. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen, dass wir auf der Autobahn wenden. Meinem Chef zwar nicht gefallen, aber hey, ich bin ja mein eigener Chef. Und solange die Ladung heil ankommt, kann denen das ja alle egal sein. Besser ein bisschen Geisterfahrer als müder Fahrer. Ne? Hier ist ja auch die Grenze. Ja, Tutti, hier können wir da locker drehen. Was ist das denn? Hier ist ja alles belegt. Kann ich einfach hier stehen bleiben? Nö. What the fuck? Hallo, ich stehe dort. Top. Wo ist denn hier noch was frei? Ach da. Jetzt darf ich nicht bei meinen LKW-Kollegen stehen. So. Ja, ja, ist ja gut. Ja, wie Verstoß gegen die Ruhezeiten? Was mache ich denn hier gerade? Boah. Oh, 34 Euro hat die Lucy mir eingebracht.
Was war denn das, ey? Handjob. Ich will den Motor nicht abstellen. So, das wird jetzt spannend. Ups. Einfach mal auf der Autobahn. Das sieht ja keiner. Schon fahren wir in die richtige Richtung und sind ausgeruht. Perfekt gelaufen. Naja, fast. Ich habe zweimal, ich habe 300 Euro für Ruhezeiten zahlen müssen. Ich glaube 400 Euro wegen Geschwindigkeitsübertretung. Aber ich brenne. Oh. Nein! Nichts passiert. Meine Driving Skills haben ausgereicht. Ich habe die totale Übersicht. Oh ja, da fahren wir noch einmal dem Sonnenaufgang entgegen. Überholen hier den Pizmi-Typen. Bremsen ein bisschen die Karre hinter mir aus, aber das ist mir scheißegal. So. Tempomat ein. 7 Stunden haben wir noch. Perfekt. Die Hupe ist super. Obwohl sich das noch ein bisschen mehr ziehen könnte. Also ein bisschen länger. So, miau. Muss ich Hardy mal fragen, ob der mir da für das nächste Mal einen Einspieler macht. 85, ja, das reicht. Also Durchschnittsgeschwindigkeit 85 km/h ist schon super. Was ist das denn jetzt hier? 110, ja, Gummi. Da geben wir doch direkt nochmal Bodenblech. Was kommt da? 80. Hammer. Licht einschalten. Ach, ich habe das Licht die ganze Zeit an. Ja, wie sich das gehört für einen vernünftigen LKW-Fahrer. Ja. Ah, ich habe schon mal gesagt, Speditionskaufmann habe ich ja gelernt. Hab dann in der Firma allerdings nicht weitergemacht oder wollte in dem Beruf überhaupt nicht weitermachen, weil ich glaube ich, zumindest bei meiner Firma, wenn ich da so 2, 3, 4, 5 Jahre gearbeitet hätte, weiß ich nicht. Entweder hätte ich erst mich erschossen oder nur mich erschossen oder erst alle anderen und dann mich. Das ging echt gar nicht. Also wer Stromberg kennt, die Serie, liebe Leute, das ist nicht erfunden und das ist jetzt kein Scheiß. Die Sachen, die da passieren, gibt es wirklich. Und zwar zuhauf. Ich bin in so vielen Abteilungen gesessen, die einfach durch waren. Das war der Hammer. Komm, jetzt lass mich rüber. Also ein paar waren natürlich auch ganz geil. Muss man auch sagen. Der Beruf an sich ist auch nicht generell schlecht. Das möchte ich natürlich auch nicht sagen, aber irgendwie haben wir die falsche Firma erwischt. Die leider ihre Azubis nur dazu da hatte. Alter! Miau, 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 hallo! Miau, 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 miau. Ist der irgendwie doof? Kann ich mal weiterfahren? Was ist denn da los? Die ihre Azubis. Fick dich. Dazu benutzt haben, die Drecksarbeit zu machen. Immer schön am Mindestlohn. Ja, siehst du, jetzt fängt er an zu motzen da. Oh, der hat mich gestriffen. Naja. Also bei uns hätte man Stromberg 2.0 drehen können. Hundertprozentig. Wir hatten dann auch so geile Leute teilweise. Also da waren ja relativ viele bei, die auch schon was älter sind. Und die haben dann natürlich auch etwas, ja, sagen wir, radikalere Ansichten, die man jetzt nicht unbedingt teilt. Aber, was ist denn hier? Ah, Überholverbot. Weiß ich nicht. Allein die Dialoge.
Allein schon so Sätze wie, der scheiß Türke hat gesagt, ich wäre rassistisch. Ohne Spaß, da konnte ich nicht mehr. Da habe ich mich fast bepisst vor Lachen. Da bin ich auch vorausgeflogen. Also nicht aus der Abteilung oder so, sondern hat er gesagt, komm, geh raus, eine rauchen oder so. Ich kann dich nicht mehr sehen. Der scheiß Türke hat gesagt, ich wäre rassistisch. Ohne Spaß, ey. Da habe ich mir gedacht, willkommen vor 50 Jahren. Auch dann diese Doppelmoral, die die dann da immer hatten. So gegen den Abteilungsleiter. Generell war der Abteilungsleiter immer ein Arschloch. Richtig, also ein richtiges Arschloch. Dann hieß das immer, hör mal, weißt du, wo der Abteilungsleiter hin ist? Ich hab das Arsch heute noch nicht gesehen. Der ist bestimmt wieder zu Hause. Und wenn er dann in der Arbeit war, ich habe ihn schon mal Kaffee gemacht. ja, und das dann 3 Jahre lang. Das Schlimmste ist allerdings, das ist auch kein Scherz, was viel schlimmer ist, als wenn man den ganzen Tag den Arsch voll Arbeit hat und nicht weiß, wo man zuerst anfangen soll. Was viel schlimmer ist, ist, wenn man 8 Stunden gar nichts zu tun hat. Wirklich gar nichts. Das stellt man sich immer ganz cool vor. Am Anfang ist das auch noch relativ locker, bisschen hier, da und da surfen. Also man, zocken ist natürlich nicht drin, ne? Wenn das irgendwer sieht, kriegst natürlich einer um den Sack. Früher nach Hause fahren ist natürlich auch nicht drin. Oh, nu fahr schon. Aber so nach 1-2 Wochen sitzt man dann da und denkt sich, was machst du denn jetzt 8 Stunden lang? Und dann geht die Langeweile los. Und ich bin noch nie so im Arsch gewesen wie nach dem Arbeitstag da, wo ich 8 Stunden lang nichts zu tun hatte, auch wenn ich gebettelt habe, ob ich nicht irgendwas machen kann. Wenn man dann Arbeit hatte, dann war das sogar teilweise irgendwie so, ja, hier, 8:30, ne, kriegt man dann erster Aufenthalt in Wien, nice. Wenn man dann was zu tun hatte und von 8 bis 4:30 waren halt die Arbeitszeiten und dann gesagt hat, ja, alles klar, mache ich jetzt für, ach Quatsch, ich kann es auch morgen machen. Toll, was mache ich morgen? Oh ja, boah, ich habe so viele Bücher da gelesen. Das war echt schlimm. Genauso wie bei einem Unternehmen für Binnenschifffahrt. What the fuck? Ach, Kreisverkehr. Da wurden wir dann so im Austausch hingeschickt. Und da saß man genauso 8 Stunden in einem Büro, wo man nichts zu tun hatte. Wirklich gar nichts. Und wenn hieß es immer, ja, geh mal raus in den Hafen, gucken, wie verladen wird. Irgendwann habe ich mich besser mit den Verladeleuten verstanden als mit den Büromitarbeitern. Weil man einfach mehr mit denen abgehangen hat. Da bin ich dann auch mal Kran gefahren und Gabelstapler und hast du nicht gesehen, obwohl ich da eigentlich gar nicht durfte. Aber man hat ja sonst nichts zu tun. Dann hat man sich hinter das Haus mal gelegt, da in eine Wiese. Einfach mal 2 Stunden gepennt. Und da irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, ne. Wenn ich mich jetzt hier 10 Jahre hinter den Schreibtisch setzen muss, um irgendwelche Nummern in den scheiß Computer da reinzutacken, dann ist irgendwann Feierabend. Dann kriege ich hier einen Tod. Vorm Bildschirm. Plöpp. Ende. War aber auch ganz gut so. Ich meine, sonst hätte ich nicht gesagt, fange ich in Köln mal an, Medienkulturwissenschaften anzustudieren. Seltsamerweise oder witzigerweise eher, hat ein Kumpel von mir in der Ausbildung, der mit mir auch bei der Firma war, auch angefangen in Köln zu studieren. Allerdings Musikwissenschaft. Weil der musikalisch halt auch echt was drauf hat und auch Gitarre spielt. Und zwar auch so, dass der das mal an der Hochschule gelehrt hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ziemlich gut. Und sonst hätte ich Peter nicht kennengelernt. Hätte ich Peter nicht kennengelernt, hätte ich den ganzen Rotzhaufen hier überhaupt nicht kennengelernt. Dann säße ich jetzt hier heute nicht hinterm Steuer als Manni. Wo kämen wir denn da hin? Da ist nicht hier Ladung nach Wien bringen.
Ja. Ausbildungsjahre waren echt keine Herrenjahre. Das Schöne war, dass man, nachdem wir fertig waren, umso mehr darüber lachen konnten. Dann hat man natürlich noch so einen richtig alten Ausbilder. Der hat auch mal richtig schön ausgenutzt hat, wenn man keine Ahnung hatte. Obwohl wir eigentlich, ich muss sagen, die Leute, die bei uns mit im Betrieb waren, man hat ja dann Berufsschule, also für die Leute, die halt nicht wissen, man hat dann Berufsschule und Betrieb. Meistens, es sei denn, man hat ein Dualstudium, aber das hatte bei uns keiner. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ey, rechts zu bauen ist verboten, du Arschloch. Hat man dann, also wir hatten montags und dienstags Berufsschule, das geht dann meistens von 8 bis 2 oder so. Hatte man dann so Fächer wie, weiß ich nicht, allgemeine Wirtschaftslehre, de Betriebswirtschaftslehre, Spedition und Logistik und was weiß der Kuckuck nicht. Ach, Niederlands hatten wir natürlich auch. Das war richtig cool, dass wir Niederländisch hatten. Habe ich hier in der Uni auch nochmal ein Semester gemacht. Ja, und was weiß ich nicht, dann hat man auch ein bisschen Sport und bla. Und dann hieß es immer von 2, also von 8 bis 2 Berufsschule und um 2 musste man dann in den Betrieb. Bis 4 oder halb 5, ne? Hat sich total gelohnt. Aber wir mussten dahin. Und eigentlich war keiner von uns wirklich schlecht. Also, das hat jeder gut bestanden am Ende. Und trotzdem hieß das immer, ihr wisst gar nichts. Bla bla bla. Tja. So kann das laufen. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Deswegen, und im Zuge der Ausbildung lernt man dann auch eine ganze Menge, also von wegen, welche Autobahn wohin führt, Hauptstädte von ganz Europa sollten ja eigentlich generell bekannt sein, aber so ein Quatsch nimmt man dann nochmal durch, speziell dann auch die Wasserstraßen, welche Binnenschifffahrtswege es irgendwo gibt. Und weiß der Deiwel was. Ladungshöchstmengen. Wie Ladung am besten verladen wird, formschlüssig und weiß der Deivel, was weiß ich. Alles schon so lange her. Dann hat man irgendwann eine Zwischenprüfung, wobei ich gar nicht mehr weiß, wie ausschlaggebend die eigentlich war. Dann hat man irgendwann eine schriftliche Abschlussprüfung und eine mündliche Abschlussprüfung. Die mündliche Abschlussprüfung war, ja, man kriegte dann. Ich glaube, die Auswahl zwischen zwei Themen. Bei mir war das damals Kombiverkehr. Also, zum Beispiel so Sachen, wenn ich jetzt einen LKW auf einen Zug verlade. Oder generell kombinierter Verkehr. Also nicht nur einen Verkehrsträger benutzen. Nicht nur LKW oder nur Schiene, sondern das halt zu kombinieren. Und man kriegte dann eine Aufgabe, hatte dann wie beim Abitur, glaube ich, damals. Also. 20, 30 Minuten waren das, glaube ich, Zeit, das vorzubereiten. Und dann ging man in den Raum. Vorher kam natürlich noch die Kandidatin vorher raus, die Rotz und Wasser geheult hat. Aber trotzdem mit einer 3 bestanden hat. Was da gelaufen ist, weiß ich nicht, aber naja. Vielleicht Nervosität, was weiß ich. Und dann sitzen da, ich glaube, 7 oder 8 Leute vor einem. Und die sagen dann schönen guten Tag und das war's dann auch schon. Und dann sagen die, erzählen Sie mal. Und die stellen dann auch keine Zwischenfragen. Hin und wieder hat sich der Prüfungsvorsteher oder was weiß ich, wie der hieß, da der ja der Prüfer, der Obermann, sich mal so durchs Gesicht gestrichen. So nach dem Motto, Junge, was erzählst du da für ein Kappes? Aber im Endeffekt ist das alle gut gegangen. Naja. Dann kriegt man eine Note und dann wird einem gesagt, du hast bestanden. Und ja, wir durften dann zur IHK fahren und unser Zeugnis abholen.
Da war dann so ein Nachtwächter, der sagte, ja, ach, Sie haben auch bestanden, dann brauchte der meinen Ausweis. Dann hat er mir mein Zeugnis in die Hand gedrückt und hat gesagt, viel Spaß damit. Das war die glorreiche Ausbildungszeit. Das Coolste an der Ausbildung waren eigentlich die Klassenfahrten nach Bremerhaven, wie gesagt. Und Rotterdam? Ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt auch andere Fälle. Also man ist ja dann in der Berufsschule, in der Klasse von mehreren Betrieben und da gab es dann natürlich auch Betriebe, die Leute richtig eingesetzt haben. Bei uns war das eher nicht so der Fall. War auch nicht immer alles so organisiert. Also, what the fuck, wieso ist das hier so dunkel? Ja, hier so die Lager für die Ablage, für die ganzen Unterlagen, die man hat. Man muss die ja 10 Jahre aufbewahren. Dazu ist man ja gesetzlich verpflichtet. Die waren dann einfach mal so mitten in der Halle, ohne Abdeckung, schon am Faulen. Und wenn einem dann gesagt wurde, ja, ich brauche hier die und die Dokumente nochmal, dann hat man schon mal einen halben Tag da gesucht. Meistens eher einen ganzen. Dann war der Tag wenigstens rum. Was ist denn da los? Aha. 2 Stunden noch. Ja, was dann ganz cool war, wenn man mit den Fahrern mal mitfahren durfte, also die hier regional rumgeheizt sind. Ach, da bin ich mehrere Touren mitgefahren. Einmal hier quer durch NRW. Da musste man dann um 2 Uhr morgens auf der Matte stehen. Ist dann den ganzen Tag mit dem Fahrer mitgefahren. Man konnte dann halt nur, wenn es darum ging, irgendwie Ketten dran zu machen oder sonst irgendwie was zu helfen, zu schleppen oder so, konnte man helfen. Ansonsten habe ich dem natürlich seelische Unterstützung gegeben. Dann konnte der sein WDR 4 endlich mal auslassen. Den werde ich nie vergessen. Der hatte so eine Stimme wie Kermit der Frosch. Und wenn er nervös geworden ist, dann war das ganz komisch. Ah, der war echt nett. Kam man dann morgens um 2 Uhr an. Ich hab dir auch schon mal Apfel mitgebracht und hier Würstchen und Brötchen und hab alles gemacht. Sag, Junge, ich habe gerade nur geschlafen. Kann nichts essen. Aber danke. Ja, cool. Ja, dann noch so lokale Touren. Einmal durch ja, der Niederrhein-Tour. Hier Goch und Weeze. Wo Peter und Co. früher gewohnt haben. Beziehungsweise wo die Familien ja noch wohnen. Aber das wusste ich ja damals alles noch nicht. Die Welt ist doch ganz schön klein. Was halt nur mal scheiße war, fand ich. Also manche Fahrer, oder zumindest bei manchen Betrieben, werden die Fahrer echt wie der letzte Dreck behandelt. Also ich meine, klar, wenn da irgendwelche Rumänen ankommen und fuchteln dann mit irgend so einem Abholschein vor deiner Nase rum. Und wenn du die dann fragst, dann sagt der immer, laden, laden. So, ja, was denn? Herr Stahl, willkommen bei ThyssenKrupp. Nein, ich war nicht bei ThyssenKrupp, aber wir hatten da eine Außenstelle. Ja, willkommen bei ThyssenKrupp. Hier kannst du eine ganze Menge Stahl laden. Ja, und dann sind die halt relativ oft angeschnauzt worden und bla und hast nicht gesehen. Und, ja. Manchmal konnten die einem echt schon leid tun. Vor allen Dingen, wenn die dann teilweise nach stundenlanger Fahrt irgendwie 5 Minuten nach Verladeschluss kamen, da kennen die Verlader ja dann meistens auch nix. Dann sagen die, nö, ist dicht, muss halt bis morgen warten. Oh, das ist Feierabend. Also da gilt dann auch, pünktlich wie die Maurer fällt weiß ich nicht, 5, 6, je nachdem, fällt da der Hammer und dann ist da auch Ende. Salzburg. Ich kenne nur die Fernsehwerbung, Salzburger Land. Jetzt müssen wir, alter Vater, was wird das denn jetzt? Dann hat man natürlich auch die Fernfahrer dabei, die dann irgendwie nach hier Frankreich und Spanien und Blauen hast nicht gesehen gefahren sind. Ja, die waren aber eigentlich meistens relativ zufrieden damit.
Einer sagte immer, der hat hier Frau und Kinder, oder nee. Nee, Kinder hatte der nicht, genau, der war verheiratet. Aber da sagte die Frau dann immer, ja, wenn ich dich alle 2 Wochen sehe, dann reicht mir das für ein Wochenende auch schon wieder. Dann ist die froh gewesen, wenn er weg war. Was da jetzt sonst noch lief, sei mal dahingestellt. Und so eine Kiste, wie gesagt, durfte ich auch mal selber fahren. Aber nur auf dem Hof. Dann hatten wir noch eine eigene Werkstatt, wo die Leute, wie gesagt, drin gearbeitet haben. Die haben auch mal locht, bis zum geht nicht mehr. Alter Vater, ey. Von morgens bis abends schrauben, dann eine halbe Stunde Pause. Ja. Überstunden werden natürlich nicht bezahlt. Hallo? In Deutschland doch nicht. Zumindest nicht bei den Betrieben, wo man wirklich arbeiten muss. Ja, ja, und im Azubi-Bereich, da gab es dann auch mal so ein paar Sachen, die unser Ausbilder einfach mal durchgesetzt hat, obwohl die schon lange nicht mehr zulässig waren. Aber ja, gut. Also so Kram wie, dass einem bei manchen Sachen einfach eine Anfahrtpauschale zustand, wurde einfach nicht abgerechnet. Ich meine, war ja auch richtig viel Geld, was man da gekriegt hat. Ich weiß noch, im ersten Lehrjahr, das war ja dann gestaffelt, also meistens ist es dazu erstes Lehrjahr, zweites, drittes Lehrjahr, da gibt es dann unterschiedlich viel Geld. Da hatte ich dann gerade so viel Geld, weil ich brauchte ja dann auch ein Auto, mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren war echt nicht drin. Allein schon, weil man teilweise für die nächsten Abteilungen um die, weiß ich nicht, 40 Kilometer fahren musste. Wow, und so mit Versicherung, wenn man gerade ein Auto hat und noch nicht Papi die Versicherung auf sich laufen lässt oder auf Opa oder sonst wem, steigt man da ja mit guten Prozenten ein. Das heißt, die Versicherung kostet schon richtig gut Geld. Sprit, ne, wird auch nicht billiger. Ich weiß noch, als ich damals noch ein Auto hatte, da habe ich mich so dermaßen aufgeregt, als der Spritpreis über 1,30 gegangen ist. Naja, gleich wird mein Vater wahrscheinlich sagen, bei einer Mark. Ja, da blieb dann auch nichts mehr übrig. Da gab es ein paar Gestalten in der Ausbildung, alter Vater. Aber darf ich nicht zu viel erzählen, macht man ja auch nicht. Nicht, dass einer noch hier kommt mit übler Nachrede oder so eine Scheiße. War ja auch nicht alles schlecht. Nur der Großteil. Das Coolste war, als wir dann in der Jugend- und Auszubildendenvertretung, als wir da reingewählt worden sind, ich war sogar Vorsitzender, ja. Bei ganzen 10 Azubis. Allerdings haben wir natürlich damals zur WM die Sitzungen, die man dann einmal die Woche einberufen durfte. Egal, was passiert. Also da konnte man dann sagen, hier, wir haben jetzt hier Jugendauszubildendenvertretungssitzung. Oder war das nur ein paar Mal im Monat? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir die natürlich, wie sich das gehört, immer nach den Deutschlandspielen gemacht. Hat ja keiner geguckt, wann wir anfangen. Aber wir waren immer um 8 Uhr da. Das kann ich euch sagen. Ach, die sollen sich nicht so anstellen. So, Leute, hier bin ich. Meine Tour endet in... Was sind wir hier? Salzburg. Salzburger Steinbruch. Von hier aus wird der Werner in sein Urlaubsparadies fliegen. Wo fährt er denn hin? Wow. Ah, bestimmt nach Italien oder so. Alter Vater, bin ich nicht mal langsam da? Na, wobei, das ist ja immer der gleiche Steinbruch. Bumm. Ne, das machen wir noch. So, jetzt dürfen wir aber nicht wieder so schnell darauf fahren. Letztes Mal hat das ja ganz gut geklappt. Ja. Schön drehen. Bisschen langsamer, damit wir auch die Kurve kriegen. Das ist ganz schön knapp, aber es passt. Ja. Nichts passiert. Alle Achsen noch dran.
ausrollen lassen. Ein Stückchen noch vor. Bam. Da hagelt's Erfahrung. Nein, knapp an Level 9 vorbei. Tja, richtig Kohle gehabt hat auch nochmal. 16.000. 11.000 Basisvergütung. Da haben wir nochmal richtig was draufgeschlagen. Voll geil. Ja, Leute, ich werde trotzdem speichern. Wie gesagt, gelöscht wird hier nix. ETS 2 macht jetzt erstmal Pause. Ich danke fürs Zuschauen. Bleibt noch ein bisschen dran. Ich wollte ja noch die Unfälle oder beziehungsweise die Bilder. Das waren nicht alles Unfälle. Okay, aber der Großteil schon. Die seht ihr jetzt. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es wieder weitergeht, werde ich das über Facebook bekannt geben. Facebook.com/browsertor. Bis demnächst.